Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Apes Exodus für die PlayStation 1. Ja, wir haben hier jetzt noch ein bisschen vor uns. Ich weiß nicht genau, wie viel jetzt hier noch kommt, aber ich glaube, wir haben 240. Nee, Quatsch, wir haben 244 Mudaken oder irgendwie sowas. Also, es gibt ja 299 und ja, da ist nicht mehr so viel Platz nach oben. Ich weiß nicht mehr, welches ich hier genau machen wollte, aber ich mache einfach das hier unten, weil es sich gerade so anbietet. Ich glaube, das Schlimmste haben wir ja sowieso schon hinter uns. 244, doch. Vier Stück gibt es hier. Ja. Hauen wir mal rein, ne? Habe ich mir doch gedacht, dass der in diese Richtung läuft. Habe ich es mir doch gedacht. Okay, machen wir mal einen Quick Save. So. Dann kommen wir jetzt hier oben weiter. Was erwartet uns hier? Nichts. Der geht bestimmt auf. Nee, geht nicht auf. Okay. Oh. Same procedure. Okay, ich werde hier wahrscheinlich nicht springen können, weil ich dann daneben gegen die Wand klatsche. Okay, das war ganz gut. Wir haben heute übrigens den, Moment. Ach, der hat aber eine hohe Stimme. Wir haben heute den 10.11. Oh! Ach, da hier kann man gar nicht dann zurück, okay. Ich muss dann eigentlich da hoch, weil ich kann nicht zurück. Da hat er mich angefallen. Das kleine Mistvieh. Übrigens, was mir vorhin eingefallen ist. Ich weiß ja, dass in Spielen, also SNES, Game Boy, whatever, dass da Batterien drin sind, wenn das Spiel eine Speicherfunktion hat. Eine Memory Card hat ja eigentlich auch, schätze ich mal, eine Batterie. Hat jemand eine Ahnung von euch, wie lange die Batterien in Memory Cards halten? Weil zum Beispiel die Memory Card... Was passiert denn jetzt hier überhaupt? Moment. Okay. Memory Card bei Super Mario Land 3 hat, ja, als ich das Spiel spielen wollte, hatte ja den Geist aufgegeben. Und das Spiel ist ja, ich sag mal, jetzt auch nicht so alt. Oh, 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 oh. Das ist aber böse. Nicht, dass die mich anfallen. Ich habe da echt keinen Bock drauf. Guck mal her. Warum fallen die mich an? Das war schön. Okay, hier ist kein Problem, aber gleich wieder auf der anderen Seite. Na, ah, Mann. Hä? Ey, ich mag... Der ist explodiert. Wie passiert das? Moment. Wie kann ich mich denn jetzt hier töten lassen? Komm her, mach mich platt. Please. Hm.
Ja, komm, bitte. Ist der extra so programmiert? Das wäre lustig. Ich hätte gedacht, dass das nicht mehr geht, dass man nur einen Versuch hat. Ah, stimmt, das Lock ist ja mit draufgegangen. Stimmt, ja. Ich glaube, das ist so ein Slot-Ding, da kommt nie ein Slot raus oder so. So, und hier muss man immer aufpassen, wo man die Bämmchen hinschmeißt. Na ja, hier. Habe ich den? Nee, gut, die Tür ist zu. Ich dachte, die wäre offen geblieben. So, Drecksvieh, ey. Wieder gar nicht. Da ist ja noch einer. Sehr schön. So, dann holen wir den erstmal hier raus. Damit er in Sicherheit ist. So. Gab es nicht noch irgendwo Lichtschranken oder sowas? Holen wir erstmal ihn hier weg. Damit mir doch kein Missgeschick passiert. So. Oh Gottes Willen, hab ich mich erschrocken. Alter. Oh. Meine Güte. Schreck lass nach, ey. Ich habe damit nicht gerechnet, dass der mich auf der Höhe noch kriegt. Hab ich den nicht da weggeholt? Den finde ich jetzt aber äußerst fragwürdig. Hab ich den echt nicht da? Oder sitzt der Schepp? Sitzt der falsch, dass der nicht runterfällt? Ach, okay, das ist noch einer weiter weg. Alles klar. Habe ich mich nur vertan bei der Hausnummer. So. Waren hier die Sensoren? Ja. Ich dachte, es wären mehrere Sensoren. Ich weiß nicht, ob wir uns überhaupt in diesen Sensor reinwagen dürfen. Weil wir ja doch uns relativ viel bewegen. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ja, ist anscheinend scheißegal. So. So. Guter Mann. Willkommen in der Freiheit. So, hier geht es jetzt nicht mehr weiter. Dann sammeln wir jetzt alle ein und bringen die mal schön nach Hause. Juhu. Achso. Okay. Sorry. So eine hohe Stimme, ne? Jetzt sind wir zu dritt. Sorry. Okay.
Mitkommen. Okay. Okay, okay. Und jetzt müsste hier noch einer sein. Ja, natürlich. So. Machen wir hier noch einen Quick Save. Guck mal alle hier hin. Das kann nämlich jetzt sein. Ich gehe mal davon aus. Entweder kommt da gar nichts raus. Oder wenn wir alle gerettet haben, stimmt dann Minislock da raus. Wow, mein Gott. Das kam so spät. Hab die schon abgehängt. So. Zack. Das war doch mal kurz. So. Next stage. Was ist das denn da oben? Das da, was ist das? Ich kenne mich jetzt hier nicht aus. Ich weiß nicht, was kommt. Oh, nein, ist das das mit den Slogs? Okay, wir müssen ihn auf jeden Fall mitnehmen. Ist vielleicht auch machbar. Ich habe jetzt eigentlich noch auf einen Schalter oder so gehofft. Gott! Dass der so kurz davor anhält, ne? So. Wunderschön. Okay. Der regt sich noch nicht mal auf. So, was ist jetzt hier los? Okay, da können die nur gegenlaufen. Ich muss jetzt hier erstmal die Umgebung inspizieren. Alles klar. Was geht hier ab? Nein, das ist das mit den Slogs. Das ist, glaube ich, ein bisschen blöd. So, der kann auf jeden Fall nicht sterben. Also, der kann schon sterben, aber nicht, weil ich zu langsam bin. So. Nein, das wird so scheiße. Jetzt nicht hinsetzen, du. Das war sehr schön. Das war doch, das ging doch sehr gut. Das ging doch, das war doch wunderschön, war das. Nee, ja komm. Kommt mal mit dir. Dürfte ja sowieso gegen die Wand laufen. Es tut mir leid, ja. Ist hier drüben irgendwas? Ne. Nur Wand. Dann kommt mal mit hier. Holen wir uns noch ein Fleischstück. Ihr dürft wahrscheinlich gegen die Wand laufen. Sie. So. Jetzt geht das, glaube ich, mit den Slogs los. Ist das das? Ja. I hate it. I doubt it. Okay, also, was unser Verlangen hier ist. Wir möchten gerne, dass das Lock auf der rechten Seite bleibt, dass alle Spackos nach links laufen. Moment. Ich will mal was ausprobieren. Fällt er die an? Ja. Gut. Dann hätten wir das auch schon mal geklärt. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können, dass die einfach so durchlaufen können. Weil das war ja auch bei dem einen Geheimnis. Da konnten die auch einfach so durchlaufen. Ich musste gerade etwas Leckeres trinken.
So. Gut. Nein, ey. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das so geil war, dass ich fast alles weggeschmissen habe.